Ja, wir sind sehr enttäuscht. Wir wussten zwar, dass uns hier eine richtig schwere Aufgabe erwartet, aber so, wenn wir dann die letzte halbe Stunde so dominant sind und eigentlich das 2-0 machen müssen und dann noch in der 2 Minuten vor Schluss den Ausgleich kassieren, dann sind wir natürlich sehr enttäuscht. Wir hatten eine schwierige Vorbereitung, ne? Die Nationalspieler sind später zugekommen. Verletzungspech, ja. Heute mussten wir auch wieder auf eine Schlüsselspielerin dann verzichten mit Lena Gößling, die dann ausgewechselt werden musste. Aber es sollen keine Ausreden sein, der Kader ist trotzdem gut genug bestückt, dass wir auch dieses Spiel heute über die Runden bringen müssen. Aber ich denke, dass wir insgesamt als Mannschaft noch 1, 2, 3 Wochen brauchen, um dann auch richtig in Tritt zu kommen. Ja, das machen wir die ganze Zeit. Also, wir müssen das Spiel analysieren, müssen gucken, dass wir noch besser nach vorne spielen, mehr Dominanz auf dem Platz haben. Weil wir hatten wirklich einige Phasen dabei, wo uns jeder unter Druck gesetzt haben, wo wir einfach zu unruhig Fußball spielen. Aber ich bin da sehr positiv gestimmt, dass wir das hinbekommen. Ja, wir würden lieber im Rhythmus bleiben. Ja, das ist eine kleine Katastrophe, diese ganzen, dass jetzt wieder Pause ist. Ne? Wir möchten gerne mal in den Tritt kommen. Und das einzige Positive daran ist, dass die verletzten Spieler näher rankommen und dass wir vielleicht 1, 2 Alternativen im nächsten Spiel mehr haben. Es sah nicht gut aus, aber wollen wir mal nicht vorgreifen.